Ina, du hast seit 15 Jahren deine Sendung, Klaas auch seit 100 Jahren, immer jede Woche sind Gäste da. Und wir wollen mit diesem Spiel so ein bisschen rausfinden. Haben die einen festen Platz in euren Herzen? Denkt ihr im Grunde jeden Morgen nochmal an alle einzeln mit ihren verschiedenen Lebensläufen? Oder sind die nach 5 Sekunden eigentlich wieder vergessen, Schall und Rauch? Das Spiel heißt, ich liebe meine Gäste. Angst. Also es zeigt sich jetzt auch so ein bisschen, wie ihr menschlich einfach drauf seid, wie ihr tickt. Ich werde euch jetzt abwechselnd Sachen vorstellen, die die Gäste in euren Sendungen gemacht haben oder gesagt haben. Und dann kriegt ihr immer 3 zur Auswahl. Eine davon war aber noch nie in einer eurer Sendungen. Und ihr müsst aber wissen, wer hat das gesagt? Okay, es gibt eine Person und du fragst, wer hat das gesagt, aber es gibt Sätze, die du machst. Es erklärt sich jetzt, Ina, denn es geht auch direkt bei dir los. Oh. Welcher Gast erzählte, dass er als Kind seine Eltern beim Sex im Wohnzimmer erwischt hat? War das A, Christian Ulm, B, Finn Kliemann oder C, Stefan Kretschmann? Und einer war gar nicht erst da. Einer war nie bei dir. Das weißt du natürlich sofort, Ina. Wer war das denn noch? Sag nochmal. Christian Ulm, also, Kliemann oder genau, Kretschmann. Einer war noch nicht da und ich weiß auch, wer es gesagt hat. Da soll ich auflösen. Weißt du, wer es gesagt hat? Ja. Ja, sag mal. Kretschmann muss es gewesen sein. Wer war noch nie da? Und Christian Ulm war noch nie da. Der geht nicht in Talkshows. Den höre ich im Moment nur in Podcast. Er traut es sich meist nicht zu. Ja, das ist die beste Absage hat Christian Ulm jemals entwickelt. Wenn er was keinen Bock hat, sagt er, ich traue es mir nicht zu. Sehr gute Absage. C hast du gesagt. Ina, wir schauen direkt mit der Auflösung, ob es richtig ist. Ich glaube, meine Eltern hatten keinen Sex im Wohnzimmer. Doch, meine Eltern leider schon. Ich war 12. Was für ein schöner Moment, man vergisst es total. Aber du konntest dich erinnern. Sehr gut, das setzt dich unter Druck, Klaas. Ob du dich auch genauso gut an deine... Ich erinnere mich immer an alles, wie du weißt. Ja. Auch an Geschichten, die ich schon mal erzählt habe, ich erinnere mich immer noch. Neulich haben wir uns gestritten, ob jemand schon mal da war. Und dann habe ich gesagt, guck mal da. Oh, ne? Ich weiß, um wen es geht und das darf man demjenigen nicht erzählen. Sagen. Das ist eine größte Beleidigung. Ihr wollt natürlich wissen, was gibt es zu gewinnen. Es gibt eine Gurke, 30% teurer jetzt im Einzelhandel. Und deswegen bei uns der Preis bei diesem Minispiel. Eine Toll. Gurke. Danke. So, jetzt kommt die zweite Frage, Klaas, an dich. Ja. Bei welchem Gast hast du dich erkundigt darüber, ob er schon mal eine Sehnenscheidenentzündung hatte? Hä? War das A, Wolfgang Barrow alias Joe Gerner, war das B, Knossi oder C, Sandra Maischberger? Vielleicht auch hier Ausschlussverfahren, wer war noch nie in einer deiner Sendungen? Also Joe Gerner war schon mal da, Knossi auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Sandra Maischberger schon mal in einer Sendung war. Warum denn nicht? Warum war die denn nicht da? Weil ich erinnere mich daran, dass ich mich mit ihr unterhalten habe. Im Moment jetzt mal, ich erkläre das doch gerade. Ich erinnere mich daran, dass ich schon Zeit in Sendungen mit Sandra Maischberger verbracht habe. Ich weiß aber nicht, ob das hier war oder woanders, zum Beispiel bei ihr. Oder ob wir gemeinsam Fußball. Eis essen waren. Ja. Ich weiß das nicht mehr. Was lockst du ein? Ich denke, es war dann... Weißt du, was es sein könnte? Ich habe das wahrscheinlich gefragt, weil als Friseur kriegt man nämlich immer Sehnscheidenentzündung, weil man immer so machen muss mit dem Finger. Ne? So. Vom Schneiden. Vom Schneiden, ne? Da ist man immer nicht vom lässigen Winken, sondern vom... sondern vom Schneiden, weil hier ist der Finger mit vom Schneiden. Und dann kriegt man Sehnscheidenentzündung. Ich dachte von seiner ganzen Daddelei, weil der immer so viel im Online-Casino unterwegs ist, ob der sich vielleicht schon mal wund gedaddelt hat. Also B. Knossi. Ich würde sagen... Loggst du ein? Ich logge ein Knossi. Tja, das ist falsch. Es war A, Wolfgang Barrow, wie wir hier sehen können. Was ich noch wissen wollte als abschließende Frage, hattest du jemals eine Sehnscheidenentzündung während deiner Laufbahn bei GZSZ? Nee. Weißt du warum? Weil du in fast jedem zweiten Bild ein Cognac-Glas schwenkst. Vom Saufen. Also das ist ja gemein. Ich glaube, das ist gemein. Naja, wie soll ich mich daran erinnern? Da war ich 9. Ina. Oh nee. Ich übergebe das. Du hast eine Gurke gewonnen. 30% teurer im Einzelhandel. Und jetzt besiegt umsonst. Heute. Leute. Komme ich jetzt heute Abend wirklich mit einer Gurke nach Hause? Naja, da hast du richtig Geld gespart. Das meinst du, wie teuer das ist? Ja. Ich würde die noch, also solange sie haltbar ist, gewinnt sie noch an Wert. Man muss gucken, dass sie nicht umkippt, ne? Logisch. Aber bis dahin würde ich noch warten, dass sich das steigert.